Hallo und herzlich willkommen auf lehrräder.de. Schauen uns nun in diesem Video an, wie die Funktion x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16 an den Werten minus unendlich bis plus unendlich, wie sich da verhält. Das heißt, es könnte mehrere Möglichkeiten geben. Es könnte sein, wir wissen ja, dass x hoch 3 Funktionen haben meistens so eine Wellenform. Das heißt, es könnte sein, dass es sich so verhält. Es könnte aber auch sein, dass es sich so verhält. Das ist die Frage für diesen ersten Fall, dass sie kommt von unten und geht nach oben. Dann würde man schreiben, für x gegen minus unendlich, das wäre in diese Richtung hier, geht die Funktion auch gegen minus unendlich. Und für x gegen plus unendlich, würde die Funktion gegen plus unendlich gehen. Wäre das andersrum, dieser Fall hier, von oben nach unten, wäre es genau umgekehrt. Wie finde ich es nun bei unserer Funktion heraus? Dafür reicht es immer nur die höchste Potenz zu betrachten. Die höchste Potenz ist hier das x hoch 3. Immer nur höchste Potenz betrachten. Das heißt, wir schauen uns nun x hoch 3 an und den ersten Fall x gegen minus unendlich. Das heißt, wir wollen wissen, wo ist die Funktion, wenn ich ganz, ganz weit im Bild nach links gehe. Dafür setze ich einen möglichst kleinen Wert ein, ja, dass wir möglichst nahe an minus unendlich drankommen. Zum Beispiel minus 1000. Setze ich mal minus 1000 in diese x hoch 3 ein. Was steht dann da? Minus 1000. Hoch 3. Nun, was passiert? Minus 1000 mal minus 1000 mal minus 1000. Das Minus bleibt erhalten, das ist minus 1 Milliarde. Das heißt, das Minus bleibt und daran erkenne ich, dass die Funktion ganz, ganz weit nach unten geht. Das heißt, f von x geht in diesem Fall gegen minus unendlich. Jetzt kann man auch schreiben, um das allgemein als Satz zu formulieren, für x gegen minus unendlich geht f von x auch gegen minus unendlich. Es gibt aber auch die Schreibweise, dass der Limes, das heißt der Grenzwert der Funktion f von x, wenn man x gegen minus unendlich gehen lässt, auch gerade minus unendlich ist. Also die beiden Schreibweisen sagen dasselbe aus. Ja, das macht keinen Unterschied. Schauen wir uns den zweiten Fall an. F von x gegen plus unendlich, x gegen plus unendlich, Entschuldigung. Das heißt, wir wollen schauen, was passiert, wenn man ganz, ganz weit nach rechts im Bild geht. Schießt es dann nach oben oder nach unten? Das heißt, ich setze einen möglichst großen Wert ein, logischerweise. Nehmen wir zum Beispiel plus 1000 und setzen wieder ein x hoch 3 ein. Das ist einfach plus 1000 hoch 3. Das Plus bleibt erhalten, da kommt ja gar kein Minus vor, das heißt, es ist plus 1 Milliarde. Das heißt, wir sehen, die Funktion schießt ganz steil nach oben, das heißt, f von x geht gegen plus unendlich. Wir können jetzt auch wieder schreiben, für x gegen plus unendlich geht f von x gegen plus unendlich. Beziehungsweise die andere Schreibweise wäre Limes von f von x für x gegen plus unendlich ist gerade auch plus unendlich. Das heißt, wenn wir es jetzt wieder bildlich darstellen, die Funktion kommt von unten und geht nach oben. Warum ist es jetzt nur die höchste Potenz, die interessant ist? Das kann man sich auch so vorstellen, wenn man eine ganz große Zahl einsetzt und die hoch 3 nimmt, dominiert die alle anderen kleineren Faktoren hier hinten. Zum Beispiel könntest du x hoch 2, 1000 hoch 2 ist 1 Million, während 1000 hoch 3 schon 1 Milliarde ist. Das heißt, das da hinten ist zu vernachlässigen, je weiter ich nach links oder nach rechts gehe. Deswegen reicht es immer nur, die höchste Potenz zu betrachten. Dankeschön.